Der Karfreitag macht einen ein bisschen sprachlos. Und das ist auch gut so, weil wie kann man einen Gott verstehen, der sich auf diese Art und Weise für uns Menschen hingibt? Wie sehr du dich auch anstrengen magst, wird es irgendwie auch zu seiner Sprachlosigkeit kommen. Und das ist auch die richtige Haltung für den Karfreitag. Nicht so viel rumzuquatschen darüber, wie Jesus ist, was er für uns getan hat, was das theologisch bedeutet, was ich damit verbinden kann, sondern einen Blick auf den zu richten, der das gemacht hat. Und deswegen wird auch heute das Kreuz ins Zentrum dieser Liturgie hineingestellt, damit wir ihn vor Augen haben. Deswegen ist das allerheiligste Sakrament aus dieser Kirche entfernt worden. Wir haben es an einen anderen Ort gebracht. Hier gibt's nichts, nur das Kreuz wird in die Mitte gestellt. Und auch vor dem Kreuz machen wir eine Kniebeuge, weil Jesus uns an diesem Kreuz erlöst hat, dich und mich. Und das ist nicht nur ein Zeichen unseres Glaubens, sondern vielmehr. Das ist das Werkzeug unseres Glaubens. Ich weiß nicht, wie du selber mit dem Kreuz umgehst, was es für dich bedeutet. Es gibt Menschen, die es nicht mehr anschauen können, weil das hängt so ein leidender Typ. Und das macht einen traurig, bestürzt. Oder man kann es nicht aushalten einfach. So entfernt man das Kreuz aus dem eigenen Blickfeld. Vielleicht sind da Verletzungen oder andere Gründe. Kann sein, dass es berechtigt ist. Aber das Kreuz ist nicht dazu da, um uns gut zu stimmen, um ein schöner Anhängsel zu sein, aus Gold, das schön glänzt. Sind alles gute Dinge, weil sie erinnern uns daran, wer wir sind. Aber das Kreuz soll uns wirklich daran erinnern, wer Jesus ist. Der Sohn Gottes, Gott selbst, der Mensch geworden ist. Und nicht nur für eine kurze Weile, sondern er hat das Leben eines Menschen gelebt. Und als Mensch ist er gestorben. Und nicht auf eine nette und angenehme Art und Weise, sondern er hat das Äußerste gelebt. Weil auch wenn die meisten von uns mehr oder weniger friedlich sterben, auch heutzutage gibt es sehr viel Leid, auch in unserem Land. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwann bei einer Gelegenheit auf der Intensivtherapie wart oder Palliativstation, wo Menschen sterben. Da ist viel Leid, sehr oft. Eine Palliativstation ist ein begleitetes Leid, Gott sei Dank. Aber das Leiden der Menschen, die man ganz nahe im Krankenhaus begegnen kann, oder in den Häusern, wo manche gepflegt werden von der Familie, von Freunden, bis zum geht nicht mehr manchmal. So einen Tod stirbt Jesus, weil er uns etwas zeigen möchte. Wir haben heuer das Grab wieder ein bisschen anders gestaltet. Es ist schon bereit für Jesus, um unser Augenmerk auf etwas zu richten. Das, was mit unseren Brüdern und Schwestern im Glauben in der ganzen Welt geschieht, die auch exemplarisch dafür stehen, was mit der Menschheit geschieht. Wo Menschen schlicht und einfach abgeschlachtet werden, nur weil sie an Jesus Christus glauben oder etwas anderes.
Das ganze Leid dieser Welt nimmt Jesus mit auf das Kreuz. Und wir brauchen am Karfreitag nicht traurig sein, auch wenn das Ganze uns bestürzt macht, weil das Kreuz richtet unseren Blick, deinen und meinen, auf das Leid dieser Welt. Dafür ist es auch da. Aber wir brauchen nichts so tun, als ob wir nicht wüssten, was morgen geschieht, am Abend. Wir feiern morgen die Auferstehung Jesu. Was hat er überwunden durch die Auferstehung? Den Tod. All das, was dich und andere tot macht, ob es das Leiden ist, Verfolgung oder manchmal einfach das Leben. All dem brachte Jesus den Tod. Wir lesen es auch in der Bibel. Tod, wo ist dein Stachel? Jesus brachte dem Tod den Tod. Nicht mehr der Tod ist bestimmend, sondern der Ausblick aufs Leben. Und daran erinnert uns das Kreuz eindringlich, dass was auch in deinem Leben passieren mag, in meinem Leben passieren mag, wie viel Leid da auch sein mag, oft lassen wir uns das nicht anmerken, wie schwer es ist. Wie schwer es auch sein mag, in Jesus ist das Leben. Und ich kann zwar gute Sprüche klopfen, ich bin kein großer leidender Mensch, aber ich sage es aus meiner Erfahrung. Da, wo ich in meinen kleinen Wehwehchen, weil das sind keine großen Leiden, die ich in meinem Leben habe, auf ihn blicke, mich an ihn festhalte, festkralle manchmal, weil es mir schlecht geht, da erfahre ich Leben, weil er derjenige ist, der das Leben spendet, nicht ich selber. Du kannst dir das Leben auch nicht selber schenken. Und das Heil und die Rettung, manches können wir in den Griff bekommen. Jesus ist der eine, der alles im Griff hat. Und für mich ist es eindrücklich, in diesen Tagen auch zu sehen, wie Christen sterben. In der ganzen Welt um uns herum. Nicht nur auf gewaltsame Art und Weise, sondern auch manchmal friedlich in den Häusern. Wie Christen heutzutage sterben, wo sie mutig dem entgegengehen, der auf sie wartet. Und dazu sind wir auch aufgerufen, indem wir auf das Kreuz blicken, das Leben vor Augen haben, auf den zuzugehen, der dieses Leben schenkt, nicht auf etwas anderes. Und wenn du es nicht glauben kannst, dass er derjenige ist, der dir das Leben schenkt, auch in deinem Leid, in deiner Zerbrechlichkeit, wenn du es nicht glauben kannst, dass Gott all diesen Menschen, die wirklich, wirklich leiden in dieser Welt, das Leben schenken kann, schaue auf das Kreuz. Da wirst du das Leben sehen und finden.